Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier. Am Ende der Welt, möchte ich sagen, wir hatten ein paar richtig harte und emotionale letzte Folgen. Ich werde nochmal meine Moral ein bisschen auffrischen hier. Und ich vermute tatsächlich, dass wir der Tod sind und diese arme Seele hier ins Nirvana begleiten werden oder ins Grau, wie das Spiel es ausdrückt. Und diese ganze Welt hier irgendwie, die Luft riecht süß und irgendwie furchteinflößend. Und irgendwie, was habe ich gerade gesagt? Oh Gott, jetzt habe ich schon am Anfang hier den Faden verloren. Also ich glaube, dass das irgendwie, genau das wollte ich sagen, dass das irgendwie die Gedanken und die letzten, das letzte Aufbäumen der Seelen hier ist. Bevor die Menschen, ja, in den Tod gehen. Wie diese arme Seele da hinten. Dieser Mörder. Gehen wir zurück zum Boot. Ich bin so unglaublich gespannt, wie es endet. So schön gemacht durch das Geräusch des Ratternden, wenn man des Ratternden, wie heißt das? Der ratternden Turbine, wenn man vorbeigeht. ICM. This feels familiar BMI, somehow. Das wirkt irgendwie vertraut. Kim, was ist die BMI? Das war die Bürgermiliz in Sulinde. So lautet die offizielle Bezeichnung der Kommunadenarmee, der schwarz-weißen Armee der Revolution. Das klingt fast genauso wie BMR. Es klingt wie BMR, Bürgermiliz Rivaschol. Ja, das stimmt. Warum? Die BMR könnte ihren Ursprung in der BMI haben. Könnte? Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Er blickt zum düsteren Eingang hinüber. Nach dem Krieg herrschte Chaos. Der Name war gut geeignet, um Leute zum Beitritt zu bewegen. Die Einwohnerschaft von Rivaschol West bestand zum größten Teil aus Arbeitern und Kriminellen. Schöne politische Gedanken rasen durch deinen Neokortex. Ein mittelmäßiger Athlet käme schon ins Keuchen, wenn er seinen Körper auf so einer ledierten Krücke durch die Gegend schleppen müsste. Aber bei dir liegen die Dinge anders. Du denkst über Politik nach, während Blut in deinen Oberschenkel hinunterrinnt. Achso, du denkst über Politik nach, während Blut deinen Oberschenkel hinunterrinnt. So ist das gemeint. Im Jahr 51 ist das ein bisschen peinlich, finden Sie nicht? Vielleicht sollten wir uns umfirmieren? An die BMI erinnert sich niemand mehr. Die Assoziation wird von Jahr zu Jahr unbedeutender. Er beugt sich vor, um einen genaueren Blick auf das Fass zu werfen. Ein weißer Stern. Ich zeige auf das Stern auf dem Etikett. Nein, er sieht sich das Symbol an. Es ist ein umgedrehter Stern.
Die Hörner an der Spitze zeigen zum Himmel. Das ist das Symbol der Kommune. Sind diese Flecken auch Sterne? Nein, das ist der unbewohnte Archipel. Ein Symbol aus Insul Indes dolorisianischem Zeitalter. Es ist als das Gesicht im Meer bekannt. Sieht alt aus. Warum ist das noch hier? Er denkt nach 44 Jahren, es wird viel länger dauern, bis die Natur überdeckt, was hier passiert ist, Lieutenant Gefreiter. Wie Sie gesehen haben, tritt aus einem dieser Fässer noch Schweröl aus. Die Stadt ist voll von solchen Hinterlassenschaften. Alte Munition, alte Waffen, altes Schweröl. Ich schließe den Gedanken ab. Die Schatten. Das Boot treibt auf den Wellen am Anlegeplatz hin und her. Fahren wir wieder aufs Festland zurück. Gut, wir sind hier fertig, sagt er und rückt seine Brille zurecht, während er über das Wasser schaut. Das Boot schaukelt leicht unter deinem Gewicht, als du einsteigst. Die Rückfahrt verläuft ereignislos und ruhig. Mit Ausnahme des Gesprächs, das über das Wasser getragen wird. Es sind Leute an Land und sie warten auf dich. Zwei Männer und eine Frau stehen auf dem Betonplatz eines namenlosen Dorfes und beobachten das kleine gelbe Boot, während es näher kommt. Die See ist ruhig. Du erreichst den Anleger und kletterst aus dem Boot. Harry, wir sind hier, weil wir uns Sorgen machen. Jean Vicamar. Sieh mal einer an, was das Meer angespült hat, sagt der Mann ohne Sonnenbrille. Plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck und er neigt den Kopf zur Seite. Harry, du blutest alles voll. Du bist halb tot. Was immer jetzt kommt, es ist völlig unwichtig, verglichen mit dem, was du gerade gesehen hast. Das ist der Mann mit Sonnenbrille aus dem Whirlingen Rags. Aber wo ist seine Sonnenbrille? Wer sind Sie alle? Hallo, ich bin Trent. Heidelstam. Ich glaube, wir sind uns schon mehrmals begegnet. Ach, der Typ mit seinem Kind. Der an der Werbetafel stand. Ich bin dein verdammter Partner, John Vicamar. Und das hier ist dein spezielles Einsatzkommando, sagt er und zeigt gestikulierend auf seine Begleiter. Oder was davon noch übrig ist. Sonderberater Trent Heidelstam, Patrol Officer Judith Minot. Hi. Wir sind gekommen, um das, was von dir übrig ist, vom Gehweg zu kratzen. Lieutenant Kim Kitsuragi, 57. Revier. Wir sind gerade von der Insel gekommen. Er zeigt auf die Seefestung. Unsere Ermittlungen haben uns dorthin geführt. Sogar er hat in der Situation das Gefühl, für das, was ihr getan habt, Rechenschaft ablegen zu müssen. Könnte sein, dass wir später Ihre Hilfe bei etwas benötigen, fügt er hinzu, plötzlich wieder selbstbewusster. Als ob er sich daran erinnert hätte, dass er ja ein hochdekorierter Lieutenant der Polizei ist und kein ungezogener Junge. Aber offensichtlich geht es hier um eine Sache, die Ihre Abteilung betrifft. Also lasse ich Sie das mal unter sich besprechen. Danke, Lieutenant. Freut mich, Sie kennenzulernen, Lieutenant Kitsuragi. Sagt sie in einem freundlichen Ton und schenkt Kim ein flüchtiges Lächeln. Niemand sonst scheint sich an dem Blut zu stören. Sich stören? Harry, du siehst also, als ob du ein verdammtes Organtransplantat brauchst. Er holt tief Luft. Scheiß drauf, reden wir nicht weiter drüber. Worum geht's denn? Harry, wir wollen Ihnen helfen.
Trent, jetzt sind Sie dran, oder? Das ist die Frau mit Pferdegesicht. Ich habe keine Ahnung, warum du sie so tituliert hast. Das war völlig idiotisch. Du solltest sie so nie wieder anreden. Er macht einen Schritt zurück. Ich weiß eigentlich nicht genau, was ich hier soll. Ich wurde gebeten, als Experte mitzukommen, aber ich glaube, Sie müssen Ihre Erwartungen etwas zurückschrauben. Was Kognitionswissenschaft angeht, bin ich bestenfalls ein engagierter Amateur. Mein Fachgebiet ist eigentlich ein ganz anderes. Ich befasse mich mit der Neurologie. Er macht eine Anführungszeichengebärde, lediglich auf theoretischer Ebene. Wahrscheinlich sollte ich jetzt lieber gehen. Nein, Trant, es ist zu spät. Du bist jetzt auch in diese Scheiße verwickelt. Er wendet sich an dich. Also, wie rechtfertigst du dein Verhalten, Grützkopf? Wie rechtfertigt er denn sein Verhalten? Er hat es dir überlassen, die Kugeln wegzustecken. Grützkopf, was für ein interessanter Spitzname. Grützkopf. Ja, Grützkopf, das bist du. Vielleicht hast du es verdient. Sieh, ich nicke der Polizistin zu. Tut mir leid, dass ich sie vorher nicht erkannt habe. It's okay. Ist schon in Ordnung, seufzt sie. Ich bin nicht gekommen, um mich an ihrem Unglück zu weiden oder sie hereinzulegen. Und das gleiche gilt für ihn. Sie deutet auf Wickemare. Wir machen uns nur Sorgen. Genau. Ich mache mir Sorgen. Immer mache ich mir Sorgen um dich. Jedes Mal, wenn du nicht zur Arbeit auftauchst. Jedes Mal, wenn du auftauchst, aber stinkst. Du bist der reinste Sorgenmarathon. Sie macht sich Sorgen um dich, ich mache mir Sorgen um dich, sogar Sonderberater Rückzieher macht sich Sorgen um dich. Alle machen sich Sorgen, statt sich um ihre Arbeit zu kümmern. Wo waren sie die ganze Zeit? Es hat ein Söldnertribunal gegeben. Verdammt nochmal, Harry. Er verlagert sein Gewicht, verschränkt die Arme und starrt dir in die Augen. Du hast gesagt, wir sollten uns verpissen. Wir würden dir deinen Stil verhunzen. Du warst der Gott unter den Detektiven. Scheiß auf alles. Alles würde in Flammen aufgehen. Ermitteln oder sterben. Warum haben sie es da nicht angewandt? Ermitteln oder sterben. Ach, meinst du, dass das cool war, dein Spruch? Irgendwie ästhetisch? Als wir hier angekommen sind, hast du geheult, hast alles demoliert. Du hast gesagt, wir wären auf dem Weg in bodenlose Tiefen. Die bodenlosen Tiefen wollte keiner von uns kennenlernen, also haben wir uns verpisst. Er seufzt, wie du uns nahegelegt hattest. Woher wussten sie, dass ich hier bin? Der Cafeteria-Manager, den du verarscht hast uns gesagt, wohin du bist. Verstehe, okay, Gart hat es ihnen erzählt. Ach, und sie sieht sich um. Die Leute hier auf der Straße haben uns auch geholfen. Sie haben uns gesagt, wo sie sich aufhalten. Unter den Säufern bist du eine Legende, Harry. Eine hiesige Säuferlegende. Trent Heidelstam ist also Sonderberater. Trent Heidelstam. Ja, ich bin Trent Heidelstam. Ich habe nie behauptet, nicht Trent Heidelstam zu sein. Moment, was sollte das dann mit dem Jungen? Michael? Michael ist mein Sohn. Ach so. Ja, tut mir leid. Keine Probleme. Und was für eine Sonderberatung machen Sie hier?
Das ist in der Tat die Frage. Er betrachtet die schäbigen Hütten und dann dich. Ich wurde gebeten, meine Ansicht über die obskuren Theorien darzulegen, die in Königstein in den 30ern entwickelt wurden, wie etwa die teilweise psychotraumatische Amnesie, die Gruppenpersönlichkeitstheorie. Er ist hier, um zu sehen, ob du verrückt bist. Er ist klug. Nächstes Thema. Wieder hinters Licht geführt. Niemand ist der, der zu sein hervorgibt. Hinters Licht geführt? Hey, ich hätte da eine geniale Idee. Sei kein morbider Säufer, dann wirst du auch nicht so schnell hinters Licht geführt. Erst die Gärtnerin, dann der Anführer des Streikbrecher und jetzt das. Ich wende mich an den Lieutenant. Sagen Sie mir, dass Sie wenigstens sind, wer Sie behauptet haben. Ja, ich bin immer noch Kim Kitsuragi, immer noch ein Lieutenant vom 57. Revier. Und immer noch mittendrin in diesem Kreuzfeuer. Sie haben ein Einsatzkommando erwähnt? Ja, das Einsatzkommando für Schwerverbrechen, geleitet von den Lieutenants Dubois und Wickemare. Na, klingelt's? Können Sie meine Erinnerung auffrischen? Wer ist noch dabei? Deine Erinnerung auffrischen? Es ist dein verdammtes Einsatzkommando für Schwerverbrechen. Mit dir, mir, Jude, Trent Heidelstam natürlich und Guillaume Bevy... Er starrt dich an. Genau genommen bin ich nur ein ziviler Berater. Scheiß drauf, Sie sind jetzt auch ein Teil von diesem Scheiß-Fiasko. Ja, aber erstmal, wer ist Guillaume Bevy? Ach, das ist eine sehr interessante Geschichte. Er lächelt nicht. Guillaume Bevy ist ein Polizeireporter, der zu unserem Team gestoßen ist. Er war wirklich gut, aber dann ist er gegangen, weil er den Glauben daran verloren hat, dass du das Einsatzkommando leiten kannst. Andere Leute sind auch schon abgesprungen. Gute, intelligente Leute. Leute, die wir für immer verloren haben. Nur ich und diese sehr geduldige Streifenpolizistin sind noch hier. Und Trent, weil ich ihn zum Bleiben zwinge. Ist dieser Guillaume Bevy blond und trägt gerne Sonnenbrillen? Oh nein, 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 bitte sag das doch nicht. Ach, scheiße. Ist dieser Guillaume Bevy blond und trägt eine Sonnenbrille, so wie Sie? Da, na bitte. Er wedelt mit dem Finger. Er kapiert es. Ich habe ihn nachgeahmt. Schau mich an, ich bin G. Bevy. Es sollte witzig werden, aber dann hattest du tatsächlich einen Hirnschaden, also war es doch nicht lustig. Er dachte wirklich, dass es lustig sein würde für euch beide. Okay, und was macht dieses Einsatzkommando? Was es macht? Es ist ein Einsatzkommando für Schwerverbrechen. Wir schließen Fälle ab, damit das 41. Revier nicht wie das schlechteste Revier der Stadt dasteht. Wir sind jetzt ganz unten angelangt, Harry. Wegen dir. Das 41. ist nicht... Er bricht ab. Er will den Satz nicht beenden. Ich kann nicht behaupten, dass es bei irgendetwas davon bei mir klingelt. Da klingelt nichts, weil du einen Hirnschaden hast. Trent! Er wendet sich an den blonden Mann. Jetzt sind Sie dran. Wie schlimm ist es? Nun ja, er hat keinen sichtbaren Tremor. Er spricht nicht undeutlich. Er kann ein Boot steuern. Er steht hier und argumentiert. Das sind alles gute Zeichen, aber... Vollständige retrograde Amnesie, episodisch und semantisch, soll heißen, du hast sowohl vergessen, wer du bist, als auch die Definition für Geld, Isola, Grau und so weiter. Wie sich bei seinem Anruf auf dem Revier zeigte, bei unseren Interaktionen mit ihm, und ich will hier niemanden anschwärzen, er macht eine Anführungszeichengebärde, aber auch bei meinen Interaktionen mit ihm, als Harry anscheinend nicht wusste, wer ich bin, das alles ist äußerst interessant. Interessant? Ja, ich habe da so meine Theorien, aber erst möchte ich Harrys Gedanken dazu hören. Harry, er wendet sich an dich. Was glauben Sie, was mit Ihnen geschehen ist? Neurologisch gesehen und psychologisch? Und warum nicht auch sozioökonomisch? Moment, sozioökonomisch? Glauben Sie, ich wäre so arm, dass ich deswegen mein Gedächtnis verloren hätte?
Wenn Sie es so formulieren, nein, aber ich glaube nicht, dass wir die kritische Theorie, und ich weiß, dass alle das für weit hergeholt, rosa angehauchte Wissenschaft halten, aber dennoch, ich finde nicht, dass wir sie außer Acht lassen sollten. Was? Wegen dem Kapitalismus hat er sein Gedächtnis verloren? Nein, so meine ich das nicht. Ich beziehe mich hier nicht auf die Fredeforter Schule, aber Harry, zurück zu meiner Frage. Was glauben Sie, was passiert ist? Ich bin ein äußerst experimenteller Detective. Das war eine Methode, die ich eingesetzt habe, um den Fall zu lösen. Mir ist etwas passiert, das so traurig war, dass ich einfach nicht mehr ich sein konnte. Es war eine Art Selbstschutzmechanismus. Psychotraumatische Amnesie? Trent? Er wendet sich an den Sonderberater. Das leuchtet mir ein. Unser Grützkopf ist ein gebrochener Mann. Das war er schon immer. Wer ist das nicht? Ich bin auch einer, aber weißt du was? Er wendet sich wieder an dich. Ich halte meinen Scheiß beisammen. Außerdem weiß ich, dass man seine eigenen Erinnerungen nicht löschen kann. Egal, wie traumatisch das Leben ist. Sowas passiert einfach nicht. Du lügst. Oder du bist wahnsinnig. Oder beides. Aber Detective Wickemeyer, wirft sie ein. Er hatte doch auch früher schon Filmrisse. Wirklich? Ja, ein paar Mal. Nach einigen der schlimmeren Trinkgelage. Sie macht eine Pause, während sie es sich in Erinnerung ruft. Einmal passierte es nach dem Fall mit den zwei Betrunkenen, das andere Mal während unserer Ermittlungen zu diesem Wandbild. Du kannst dich also nicht daran erinnern, dich nicht erinnert zu haben. Wie schön. Die zwei Fälle in deinem Fallbuch, der unlösbare Fall und das Wandbild der nächsten Welt, die liegen noch nicht lange zurück. Die Fälle haben dir zugesetzt. Interessant. Also hat er es erstmal ausgetestet, hat sich vorbereitet. Daher stammte also die Idee. Ja, praktische Erfahrung. Und dann hat er den Alkohol benutzt, um dorthin zu gelangen, wenn man so will. Wie meinen Sie das? Also, hier ist meine Theorie. Was, wenn das eine völlig normale Reaktion auf die Welt ist, in der wir leben? Was, wenn es gar keine signifikante Anomalie ist? Nichts, was man erklären oder als defekt betrachten müsste. Schauen Sie sich doch nur einmal an, welche Reize hier auf uns einströmen. Er deutet auf die Umgebung. Schauen Sie sich die Ruinen an. Das Neonlicht. Hören Sie den Rundfunk, dieses Übermaß von allem, die Leute, 40 Jahre hier zu leben. Als Polizist ist er wie ein magnetischer Abtaster des Welttonbands, um eine bekannte Metapher zu benutzen. Harry wurde davon an die Wand gedrückt, von allem, was auf ihn eingeströmt ist. Fast fest verdrahtet mit dem freien Markt. Er nickt überzeugt. Er wollte nur, dass es ein Ende nimmt. Okay, Trent, vielen Dank. Das war absolut nichtssagend. Ich bin froh, dass wir Sie hergebracht haben. Kann er für das Einsatzkommando für Schwerverbrechen arbeiten oder nicht? Ist er jetzt ein Schwachkopf? Das will ich wissen. Er ist kein Schwachkopf und er kann arbeiten, wenn nicht in seiner bisherigen Führungsrolle, dann als normaler Detective. Leckt mich doch alle am Arsch. Ich will gar nicht zu eurem Einsatzkommando gehören. Nein, Harry, du kannst uns am Arsch lecken. Du hast den Karren schon tief in die Scheiße gefahren. Ich musste das Price schon zweimal erklären. Und Berdyeva viermal. Ich bin dein Partner. Ich stehe Rede und Antwort, wenn du nicht da bist. Was passiert jetzt? Jetzt passiert nichts. Wir stehen hier nur rum. Dann stehe ich mal nur rum. Ja, steh du einfach nur da. Super. Wirklich? Nein, jetzt reden wir darüber. Er zeigt auf das Wasser. Was zum Teufel hast du mit unserem Motorwagen angestellt? Was macht er dort, Harry? Ich war besoffen und ich habe ihn ins Meer gefahren. Zur Abwechslung gibt er es einfach mal zu. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Und danke, dass du Polizeieigentum im Wert von 45.000 Real zerstört hast. Wir alle müssen dafür blechen, wenn das Geld von unseren Gehaltszetteln abgezogen wird.
Ja. Egal. Er atmet aus, um sich zu beruhigen. Dein Ausweis, Harry. Zeig mir deinen Ausweis. Ich habe meinen Ausweis dabei. Ich zeig ihm den Ausweis. In a rush to demonstrate your badge. Weil du dich so beeilst, deinen Ausweis zu zeigen, rutschen deine Finger an der glatten Plastikoberfläche ab und der Ausweis gleitet dir aus der Hand. Ich versuche, ihn aufzufangen. Komm schon, ein Drittel, fast ein Drittel Chance. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ach fuck, und jetzt würfel ich wieder eine 3. Großartig. Naja, egal. Dann fällt er eben runter. Eine Sekunde lang jonglierst du mit dem Ausweis, aber du schaffst es nicht, ihn zu fangen und er landet in 2 Metern Entfernung auf dem Boden. Autsch. Autsch, das dumme Teil hast du nicht gefangen, aber dafür tut dir jetzt der Ellbogen weh. Verdammt. Er hat ihn gefunden. Die Streifenpolizistin hebt ihn auf und gibt ihn dir zurück. Er ist glitschig und kalt. Er hat ihn gefunden, Jean, seinen Ausweis. Unbeeindruckt starrt er dich an. Und deine Waffe. Als ob es keine Leistung wäre, Ausweis und Waffe dabei zu haben, sondern ganz natürlich. Die Waffe? Ja, die hast du nicht. Aber vielleicht kannst du dich da mit philosophischen Argumenten rausreden. Waffe, Ausweis, Wagen, das sind alles Dinge. Dinge spielen keine Rolle. Menschen schon. Oh fuck, jetzt habe ich was anderes gesagt. Ich kümmere mich darum, rund um die Uhr, sogar jetzt suche ich danach. Ich bin mit der Maus wieder abgerutscht, es tut mir leid. Aber du hast sie nicht gefunden, weil du besoffen bist. Du hast deinen Revolver verloren und du bist besoffen. Du bist ein besoffener Penner ohne Waffe. Ich rieche es bis hierher. Ich bin nicht besoffen. Ich habe nicht wieder mit dem Saufen angefangen. Wieso lügen? Ich habe nur eine Flasche getrunken seitdem. Du hast also vergessen zu saufen? Das nehme ich dir nicht ab. Warum riechst du dann wie eine Leiche? Er ist verwundet. Er sieht dich an. Es war eine lange Woche und außerdem ist er mit einer echten Leiche in Berührung gekommen. Ja, es war eine ziemlich heftige Woche. Tut mir leid, dass ich stinke. Eine ziemlich heftige Woche? Er kneift die Augen zusammen. Du bist besoffen und du hast eine Verdächtige entkommen lassen. Eine gewisse Klasse, weil du zu besoffen warst, um abzuschätzen, dass sie fliehen würde. Wir haben die Berichte gelesen, Harry. Die von Lieutenant Kitsuragi. Wir wissen Bescheid. Es war die richtige Entscheidung, sie nicht aufs Revier zu bringen. Sie hat mir einen entscheidenden Hinweis gegeben, der uns dann zur Insel geführt hat. Ach so, na wenn sie nett war. Er reibt sich frustriert das Gesicht. Reden wir lieber gar nicht erst über die andere Verdächtige, die auch entkommen ist. Ja, Ruby so und so. Oder die Tatsache, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Waffe für Alkohol verkauft hast. Das ist eine Nebensache, das ist gar nichts. Eine lustige Anekdote. Verglichen mit den 7 Leuten, die niedergeschossen wurden. Die Straßen sind buchstäblich blutgetränkt. Harry, das war ein verdammter Massenmord. Er hat getan, was er konnte, unterbricht ihn der Lieutenant. Wir haben getan, was wir konnten. Die Firma hat irgendwelche Söldner angeheuert, ohne sie einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Lieutenant Dubois hat sich zwischen sie und die Einheimischen gestellt. Dabei hat er sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Er wurde angeschossen. Nicht einmal, sondern 2-mal. Wir haben eine Hinrichtung aufgehalten. Keine Verhandlungen. Verglichen mit dem, was hätte passieren können, waren die Verluste an Menschenleben minimal.
Außerdem habe ich den Fall gelöst. Er ist gelöst. Endgültig. Detective, es ist besser, wenn ich das übernehme, sagt er mit gesenkter Stimme. Es ist sehr viel besser, wenn er das übernimmt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Danke dafür, Lieutenant Kitsuragi. Ich wollte keineswegs andeuten, dass Sie die Situation nicht... Er zieht in Erwägung, sich zu entschuldigen, tut es dann aber nicht. Er streicht sich eine Haarsträhne aus dem Auge und hustet. Sie waren die ganze Woche mit ihm zusammen und haben mit ihm an dem Fall gearbeitet. Was ist Ihre Meinung? Zum Fall? Zu Lieutenant Jeffreyta de Bois. Tja, ein kalter Windstoß. Er zieht seinen Kragen hoch. Das Trinken, die verschwundene Waffe und dass er seinen Ausweis verloren hat, das stimmt alles. Und er hat während der Arbeit getrunken. Der Mann seufzt. Lange. Und dann ist da noch sein Problem mit der Selbstgeißelung. Er entschuldigt sich gerne, und zwar übermäßig, was den Anschein erweckt, dass er mindestens einen Mord begangen hat. Für einen Polizisten ist das keine gute Kommunikationsstrategie. Es ist einfach nur seltsam, vor allem angesichts seiner politischen Ansichten. Detective Dubois ist, wie Sie vielleicht wissen, ein unerschütterlicher Moralist, ein Mann der Mitte. Er neigt nicht zu politischen Tiraden, was lobenswert ist, aber andererseits nicht zu seinem Verhalten passt. Und dann sind da der Motorwagen im Meer und die Tatsache, dass er ständig überall raucht. Er holt hörbar Luft. Aber trotz allem ist er ein toller Ermittler, sogar einer der besten, die ich kenne. Er kann Leute dazu bringen, ihm absolut alles zu erzählen, und er hört nie auf. In der ganzen Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, hat er nicht einmal aufgehört, Hinweisen nachzugehen, wie abwegig oder nebensächlich sie auch wirken mochten. Er ist unermüdlich, unglaublich ehrgeizig. Und er hat den Fall gelöst. Fast perfekt. Nach einer Woche haben wir ein Geständnis, eine Mordwaffe und den Täter. Letzterer sitzt gerade auf der Insel fest und wartet darauf, abtransportiert zu werden. Er hat einen versprengten Ding festgemacht, der seit der Revolution vor 50 Jahren im Verborgenen agiert und wahrscheinlich im Lauf der Jahre andere Morde begangen hat. Er macht eine Pause. Ach, und er hat eine neue Spezies entdeckt. Eine neue Spezies? Eine kolossale Gespensterschrecke, 3 Meter hoch. Sie war auf der Insel, als Schilf getarnt. Sie hat sich zwischen den Schilfpflanzen entfaltet. Leider habe ich kein Foto gemacht, aber ich glaube, es könnte sich um die insulindische Phasmide gehandelt haben. Ich weiß, das klingt fantastisch, aber ich bin ein vierfach dekorierter Lieutenant der BMR. Ich denke mir keine Begegnung mit Kryptiden aus, weil mir langweilig ist. Ich bin voll zurechnungsfähig. Ich bezweifle es nicht, Lieutenant. Wenn Sie sagen, dass es die insulindische Phasmide war, dann war es die insulindische Phasmide. Ich sage nichts. Du meine Güte, hat das irgendwas mit dem Fall zu tun? Detective? Er wendet sich an dich. Ja, ich glaube, dass das Pheromon, das das Wesen absondert, für die verminderte geistige Leistungsfähigkeit des Mörders verantwortlich sein könnte. Der alte Mann hatte die Anwesenheit der Phasmide nicht bemerkt. Nach ihrem Erscheinen litt er an einer seltsamen, atypischen Demenz und fiel in einen Stupor. Er wurde geradezu katatonisch. Also besteht tatsächlich ein Zusammenhang? Wir könnten eine Suche veranlassen. Ich könnte EPIS-Leute auf die Insel holen, Entomologen, Ärzte. Es muss im Schilf Spuren geben. Wenn wir die insulindische Phasmide finden könnten, also... Das wäre absolut spektakulär. Der PR-Wert allein. Da hast du es. Zeit für deine Argumente, und zwar sofort. Die Bühne gehört dir. Er hat gute Vorarbeit geleistet.
Für den Täter, Lilianovic Droz, haben wir ein überzeugendes Motiv. Lilianovic? Der Sonderberater hebt eine Augenbraue. Ein revolutionäres Metronym. Dafür ist keine Zeit. Reden wir bitte gleich über das Motiv. Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Ich hielt es nur für erwähnenswert. Er hat das mit dem Versprengten nicht ganz geglaubt, bis er dieses Detail gehört hat. Das muss ihn überzeugt haben. Er hat den Söldner aus Eifersucht getötet. Jealousy? Eifersucht? Ich dachte, dieser Lilianovic wäre ein alter Mann. Schließlich hat er sich 50 Jahre lang versteckt. Ist er über 70? Es handelte sich um eine seltsame psychosexuelle Fixierung, die möglicherweise durch die Nähe zu einer Phasmide und ihre chemischen Ausdünstungen verschlimmert wurde. Er selbst hat einen politischen Grund genannt. Er meinte, er hätte einen feindlichen Kämpfer getötet. Außerdem haben wir das Gewehr einer ballistischen Analyse unterzogen. Die Kugel, die wir im Kopf des toten Söldners gefunden hatten, war daraus abgefeuert worden. Und ein Geständnis von Herrn Droz in Anwesenheit von zwei Polizisten. Ein Volltreffer. Ach, es ist noch viel besser. Nein, noch besser. Ein perfekter Faltmechanismus. Wie die Phasmide. Perfekter Faltmechanismus. Er verdreht die Augen. Jetzt krieg dich mal wieder ein, Harry. Ich kann im Wind immer noch deine Fahne riechen. Verdammt nochmal, der Geruch ist schlimm. Sogar du kannst ihn riechen. Da war auch ein Toter auf der Promenade. Ein Vermisster, den ich gefunden habe. Ja, er ist besoffen auf der Promenade in einem Loch hängen geblieben. Woher wussten Sie, dass ich ihn gefunden habe? Der Leichnam wurde zum 41. Revier gebracht, in unsere Leichenhalle. Ich habe Tilbrook und Mullins angewiesen, sich um die Vorkehrungen für die Bestattung zu kümmern und die Familien zu informieren. Du bist nicht der einzige Bulle, den es gibt, Harry. Wir erfahren alles. Trotzdem, sagt sie leise, gute Arbeit mit dem vermissten Detective. Ein Punkt für dich, das kann niemand leugnen. Also, was sagen Sie? Wollen Sie diesen endgeilen Typen wiederhaben? Ich zeige auf mich selbst. Von wollen kann keine Rede sein. Aber du hast eine neue Spezies entdeckt und den Mord aufgeklärt. Er zuckt mit den Schultern. Also muss ich wohl. Jude? Sie nickt kurz. Ehrlich gesagt bin ich für alles, was diese Verhandlung beendet. Ganz meiner Meinung, das PR-Potenzial dieser Geschichte ist einfach zu gut. Okay, wir haben Vehicles in der Square. Okay, er seufzt. Auf dem Platz warten Polizeiwagen und der Täter muss festgenommen werden. Also los. Warten Sie. Bevor wir aufbrechen, habe ich noch ein paar Fragen zu meiner Person. Ungeduldig sieht er Richtung Westen. Er spielt mit dem Motorwagenschlüssel in seiner Tasche. Lieutenant Kitsuragi, was werden Sie jetzt machen? Tja, als erstes fahre ich zurück zu meinem Revier und schreibe den detailliertesten Bericht aller Zeiten. Wenn alles, was wir erlebt haben, darin vorkommen soll, wird er gut sein müssen. Und dann werde ich ein ernstes Gespräch mit meinem Captain führen. Worüber? Er zieht seinen Kragen hoch und sieht sich um. Das kalte Frühlingslicht spiegelt sich in seinen Brillengläsern. Detective, wir haben gerade einen kleinen Krieg aufgehalten. Irgendetwas geht in Riverschul vor sich. Ich weiß noch nicht was, aber für die BMR wird es ein schwieriger Frühling.
Wir müssen uns bereithalten, sie unterwandern, Ermittlungen anstellen. Wie wär's, wenn sie das auf dem 41. Revier machen? Achso, wie wär's, wenn sie das auf dem 41. Revier... Wie wär's, wenn sie das auf dem 41. Revier machen? Mit Captain Price reden? Ich will mit meiner Schwarzmalerei lieber nicht gleich zwei Captains verärgern. Nein, ich meinte ermitteln. Unterstützen Sie uns beim 41. Revier. Ich soll mit Price zusammenarbeiten? Ein schiefes Lächeln umspielt seine Lippen. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich weiß nicht, ob er zum Revier passt, ob er verrückt genug ist, ob er den Stress aushalten würde. Er weiß nicht, wie er den Satz beenden soll. Das hat ihn wirklich überrascht. Keine schlechte Überraschung, aber er ist sich unschlüssig. Geschmeichelt? Sie sind Lieutenant Kitsuragi. Wir würden uns geschmeichelt fühlen, wenn Sie es auch nur in Betracht ziehen würden. Der Lieutenant wird plötzlich sehr ernst. Erst müsste ich im IHGR alles unter Dach und Fach bringen, aber was auch immer passieren mag, Jamrock wird dabei sicherlich wichtiger sein als der Hafen. Außerdem haben wir eine hohe Fallbelastung, Lieutenant, sagt sie lächelnd. Haufenweise Arbeit, um die wir uns kümmern müssen. Sogar bergeweise. Das klingt schon gut. Er erwidert ihr Lächeln. Er denkt wirklich darüber nach. Okay. Bin ich ein korrupter Bulle, der für Laputa Madre arbeitet? Nein. Nein? Eine Verdächtige schien das nämlich zu denken. Du bist zu labil, um für einen Mafia-Boss zu arbeiten. Du bist selbstmordgefährdet, Harry. Dich würde kein Mafia-Boss nehmen. Ich kann Ihnen versichern, für eine korrupte Abteilung würde ich nicht arbeiten. Er würde sofort einen Rückzieher machen. Das 41. Revier. Was für ein Revier ist das? Unser Revier? Wir sind das mörderische Revier. Hast du das nicht gehört? Wir sind die Bösen. Uns kann niemand leiden. Das stimmt nicht. Jamrock ist zu groß für ein einziges Revier. Sie haben nur nicht genug Leute. Und alle haben Respekt für das 41. Revier. Sie haben Captain Price. Danke, Lieutenant. Nett von Ihnen, das zu sagen. Es stimmt, dass wir auf dem Revier nicht genug Leute haben und dass der Bezirk zu groß ist, weshalb wir... Er deutet mit dem Kopf nach Norden. Uns wieder an die Arbeit machen müssen. Wir haben Thorson und McLean die Leitung von Gruppe C überlassen. Keine gute Idee. Thorson und McLean? Mac, Mucky, Thorson und Chester McLean. Sie hebt eine Augenbraue. Die dürfen keine Gruppe leiten. Glauben Sie es mir, es ist eh schon alles schwierig genug. Sie sind aber verdammte Ikonen. Thorson und McLean. Ein ikonisches Duo, nehme ich an? Ja, im Gegensatz zu uns. Zwei klinisch depressiven alten Männern. Wo ist da der Kontrast? Wir sind Müll. Und Gruppe C ist... meine Güte, seufzt er. Insgesamt gibt es vier Gruppen, Harry. A, B, C und D. Wir gehören zu Gruppe C. Die besteht aus Verlierern und Leuten, die ständig auf die Stechuhr schielen. Du und ich, wir haben der Gruppe ein neues Konzept verpasst und sie zu einem Einsatzkommando gemacht. Das war ein Fehler. Es gibt auch viel Hilfe von außen. Nicht nur ich. Er lächelt. Auch noch andere Verlierer. Er ist alles andere als ein Verlierer, obwohl er gerne als einer betrachtet werden möchte. Das ist cooler. Und Price ist... Ptolemy Price? Der ist der Sohn vom alten Price, einem der Gründer der BMR. Er ist einer der angesehensten Männer bei der Polizei. Da haben Sie Glück. Irgendwo unter dem gewölbten Dach einer ehemaligen Seidenmanufaktur, die die Form eines Marienkäfers mit zwei Schornsteinen hat, sitzt Polizeikapitän Ptolemy Price hinter einem schweren Holzschreibtisch. Der Mediziner des Reviers, Nix Gottlieb, schenkt ihm Kaffee ein. Es ist still im Büro des Captains. Sie reden über Veränderungen, über die Stadt, über die angespannte Lage in den Straßen. Sie reden über die Ereignisse im April und die blutgestränkten Straßen im Mai. Haben wir in letzter Zeit in einer Kirche rumgeballert? Ich zeige auf die Kirche. Daran erinnert er sich also. Ja, möglich, dass in mehreren Kirchen eine Razzia stattgefunden hat. Die Berichterstattung in der Presse war nicht gut.
Es kommt nie gut an, in Kirchen rumzuballern. Nur um das klarzustellen, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in der Stadt. Was ist passiert? Warum mussten wir das machen? Unsere Feinde hatten sich unseres Wissens in einer Kirche versteckt. So, das reicht. Mehr sage ich dazu nicht. Deine aktuelle Sicherheitsfreigabe ist unter aller Kanone. Du musst abwarten, bis sie wieder hochgeht. Er meint es ernst. An dieser Küste wird nicht über die BMR und ihre Feinde geredet. Deine Sicherheitsfreigabe wird nicht besser, solange ihr euch in Hörweite des Gewerkschaftshauptquartiers befindet. Ich arbeite also für das mörderische Revier? Okay, es ist nicht das mörderische Revier. Es ist eine umgebaute ehemalige Seidenspinnerei mit grünen Schreibtischlampen und einer Kaffeeecke. Dort arbeiten viele gute Leute. Sie schuften sich ab. Jeden Tag. Jamrock ist das größte Ghetto in Revachol. Eigentlich Vorburg, aber Vorburg hat 11 Bezirke. Jamrock hat nur uns. Das mit der Presse geht vorbei, sagt er in einem beruhigenden Ton. Jamrock kann von Glück reden, sie zu haben. Und oft wird es als bester Bezirk betrachtet. Sie können von Glück reden, ihn zu haben. Danke nochmal, Lieutenant. Warum bin ich so? Das ist kein Rätsel. Eine Tussi hat dir übel mitgespielt. Außerdem bist du ein Säufer. Eine Tussi? Aber wer? Dora, so und so. Dora Ingerlund? Er überlegt. Ja, du hast ihren Namen erwähnt. Nicht Dora Dubois? Wir waren also noch nicht einmal verheiratet. Heutzutage heiratet kein Mensch mehr. Wir sind hier in Revachol. Wann war das? Gott, was weiß ich? Er überlegt. Vor 6 Jahren? Lange bevor ich dich gekannt habe. Vor 6 Jahren? Ja, oder 7? Und du hast dich immer noch nicht wieder eingekriegt. Das ist bei alten Männern so. 2 Jahre bei alten Leuten entsprechen einem normalen Jahr. Einem normalen Jahr. Einmal das und Dora Ingerlund hat dir echt übel mitgespielt. So richtig. Wer war sie? Unglaublich gut zu pimpern? Nein, ich meine, was hat sie gemacht? Sie war extrem fickbar. Eine schöne bürgerliche Frau, Spindeldürr, quasi wie eine Welkin. Schneewelkin. Blonde Welkin. Ich habe nur ein Foto gesehen, aber es ist offensichtlich, dass du eine spirituelle Verbindung zu ihrer Schönheit hattest. Eine, von der du dich nie wieder erholt hast. Seht mal, sie wendet sich zum Meer hin. Gleich geht die Sonne unter. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ich glaube, sie hat in der Akademie des Arts gelehrt, östlich vom Fluss, weit im Osten. Schwer zu sagen, was zuerst gekommen ist, die bürgerliche Tussi oder das Saufen. Es ist irgendwie wie die Sache mit dem Huhn und dem Ei. Was ich damit sagen will, du musst deswegen zu einem Psychiater gehen. Nicht zu einem Psychologen, du brauchst was viel Härteres. Gibt es etwas Härteres als einen Psychiater? Er macht eine Pause und überlegt. Einen forensischen Psychiater? Mit dem solltest du reden. Mit anderen Worten, er hat jetzt genug davon gehört. Ich bin bereit. Gut. Sie sieht von dir zu Wikemare. Los, brechen wir auf. Er deutet auf das andere Ende der Straße. Trent ist mit seinem Motorwagen hier. In 20 Minuten sind wir in Jamrock. Unter dem Mittagshimmel brummt der große Bezirk. Ein Schachbrett mit Holzhäusern, 80.000 Seelen und Schornsteinen. Feuerfallen, soweit das Auge reicht, von der Hauptstraße bis hin zum 41. Revier und dann weiter bis zur Boogie Street, die sich zum verschneiten Horizont hin abgabelt. Du schließt deine Augen und hörst die Hunde bellen. Neben einem Fabrikfenster sitzt eine Frau ganz allein und träumt von Meteoroideneinschlägen. Auf der Rue Saint-Jérôme gleitet eine rechteckige Kugel in einen rechteckigen Lauf. In Old South lächelt ein Mann ohne Augenlider. Der Frühling ist da. Es wird Zeit. Schön die ganzen Fälle nochmal. Schön. Thorsten? Yes. Thorsten? Ja. Yes. McLean? Heidelstam. Ja. Heidelstam? No. Nein. Wickmer? Wickmer? Yes. Ja. Dubois? Of course. Natürlich. Really?
Wirklich? Nick Gottlieb schaut von der Liste auf. Ich habe gehört, dass er labil sein soll. So wie du es sagst, klingt es so negativ. Captain Ptolemy Price. Captain Ptolemy Price gestikuliert mit einem Kugelschreiber. Im Büro ist es dunkel, die Vorhänge sind zugezogen. Harry ist unser Mann. Er wird es überstehen, und wenn es vorbei ist, wird er für die BMR Partei ergreifen. Verstehe. Gottlieb wendet sich wieder der Liste zu. Minot? Natürlich. Wunderbar. Die Frau sieht nach Norden. Können wir jetzt endlich zurück nach Jamrock fahren? Ende. Oh. Hilft er ihm noch. Schön. Disco Elysium. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wow. Was für ein Spiel. Was für Metaphern, was für Gedankengänge, was für Fässer, die aufmachen. Ich werde es definitiv nochmal spielen. Ich fand das Spiel wirklich wahnsinnig grandios. Es hat mich lange kein Spiel mehr so berührt. Ich fand die Atmosphäre unvergleichlich. Alles, was sie aufbauen, die ganze Welt, wie sie das erschaffen, wie sie diese ganzen rassistischen, diese ganzen Rassenthematiken aufbringen mit den ganzen verschiedenen Stämmen und den Inseln im Grau und boah, also darüber muss ich auf jeden Fall noch eine Weile nachdenken, um alles zu verstehen. Ich glaube, die Metapher mit dem Tod ist nicht so weit hergeholt. Darüber muss ich auf jeden Fall auch nochmal deutlicher nachdenken. Boah, wow. Wie fandet ihr's? Also, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, übrigens vielen Dank schon mal dafür, ja. Wie fandet ihr das Spiel? Lasst es mich bitte wissen unten in den Kommentaren. Habt ihr es auch gespielt? Wow, also ich freue mich tierisch drauf, das Spiel irgendwann nochmal zu spielen, mit genug Abstand und dann mal mit einem ganz anderen Charakter. Ich bin sehr, sehr auf das Ende gespannt, ob es das gleiche Ende sein wird, ob es andere Enden gibt, was diese ganzen anderen Gedanken sind, die man denken kann, was man alles mit sich machen kann, mit Drogen und Alkohol und mit den ganzen unterschiedlichen Herangehensweisen. Die Musik, ja, wo wir gerade dabei sind, wo hier gerade Musik bei British Sea Power steht. Wow, also die Musik des Spiels, auch ganz, ganz großes Kino. Die ganze Atmosphäre, die Lichtstimmung, alles, einfach wie es gezeichnet ist, das war einfach nur wahnsinnig beeindruckend. Ganz, ganz großes Spiel. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Ich möchte übrigens an dieser Stelle anmerken, dieser ganze Kanal hier, kein einziges Video ist monetarisiert. Also ihr seht keinerlei Werbung auf meinem Kanal, falls euch das nicht aufgefallen sein sollte. Deswegen werden meine Videos weniger von YouTube angezeigt, weil YouTube mit mir kein Geld verdienen kann. Wenn euch meine Videos also gefallen, klickt einfach mal ein bisschen durch, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da oder wenn ihr oft meine Let's Plays guckt, dann überlegt doch eventuell Patreon zu werden oder hier auf YouTube Kanalmitglieder. Das hilft mir wirklich wahnsinnig weiter. Oder eben auch auf Twitch ein Abo. Vielen Dank, Gotik, an dieser Stelle. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ein bisschen Unterstützung hilft mir da wirklich bei, das hier für euch weiterzumachen.
denn ja, so gerne ich spiele und das alles halt irgendwie versuche in meinen Alltag, denn ich habe ja noch ein Musiklabel, ich habe zwei Bands, ich habe andere Sachen noch zu tun, auch neben dem ganzen Stream. Ich streame noch zweimal die Woche Musik, ich schreibe gerade an einem neuen Album, also dieses Spielen, ich spiele natürlich super gerne, aber auch das ist natürlich eine Art von meiner Arbeit und ein Teil meiner Arbeit mittlerweile geworden. Und es freut mich riesig, dass ihr hier zuschaut. Also empfehlt diesen Kanal weiter. Sagt es euren Freunden weiter, wenn euch die Let's Plays gefallen. Und ja, helft mir ein bisschen dabei, diesen Kanal weiterzutragen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, kann ich euch übrigens das Let's Play von The Vanishing of Ethan Carter empfehlen. Oder auch mein Let's Play von Red Dead Redemption 2. Wobei das zum Ende hin, glaube ich, ziemlich ragig wird. naja, schaut mal rein, würde mich freuen. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt gesund und danke euch.